Hallihallo, es ist Dienstag heute. Ich bin heute Morgen um 5.30 Uhr aufgewacht und konnte seitdem dann nicht mehr einschlafen. Ein bisschen vielleicht TMI am Anfang dieses Vlogs direkt, aber ich habe irgendwie über Nacht eine Blasenentzündung bekommen und das war der Grund, weshalb ich aufgewacht bin. Sehr unangenehm, wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Hatte ich auch schon ewig nicht mehr. Ich habe ganz vergessen, wie schlimm das ist. Und seit heute Morgen 5.30 Uhr schütte ich mir jetzt alle möglichen Flüssigkeiten rein und hoffe, dass das schnell wieder weggeht. Leo und ich hatten heute Morgen auch schon einen Termin. Da wollte ich eigentlich vloggen, aber habe ich dann irgendwie doch nicht gemacht. Das war irgendwie nicht so wirklich viel zu filmen. Und außerdem war das Wetter so eklig, dass ich unterwegs nicht so richtig Lust hatte, meine Kamera rauszuholen. Eigentlich ist es ganz gutes Wetter, um produktiv zu sein. Und ich habe heute noch einiges zu tun. Deswegen beschwere ich mich nicht. Ich bin gerade dabei, mir was zum Mittagessen zu kochen. Für meine Verhältnisse noch relativ früh für Mittagessen. Aber weil ich halt so früh aufgewacht bin, verschiebt sich jetzt alles so ein bisschen nach früher, logischerweise. Habe ich euch sonst noch was zu erzählen? Ich glaube nicht. Essen ist fertig. Sieht jetzt nicht so ansprechend aus, aber ich bin sehr stolz darauf. Das sind Kartoffeln mit Spargel, also so violette Kartoffeln und selber gemachte Sauce Hollandaise. Und ich habe noch nie Sauce Hollandaise selber gemacht. Und es hat voll gut geklappt. Ich war voll überrascht, wie einfach das ist und wie schnell das geht. Das hätte ich gar nicht gedacht. Guckt euch an, was Leo mir gerade geschickt hat. Sie hat mir gerade ein Video geschickt. Sehr amüsant. Ich saß jetzt eine ganze Weile am Schreibtisch und habe so langweiligen Kram erledigt. Beziehungsweise Kram, der für euch langweilig zu sehen ist, weil ich nicht so richtig viel dabei filmen kann. Aber ich muss sagen, ich mache das eigentlich ganz gerne. Ich muss jetzt mal kurz zur Post und einen Brief wegbringen. Und ich muss außerdem unbedingt noch meinen Brief wegbringen, um Briefwahl zu beantragen. Das sind nämlich am 14. Mai die Landtagswahlen in NRW und ich hoffe sehr, dass alle Leute aus NRW, die zugucken und die wahlberechtigt sind, bitte wählen gehen. Und falls ihr nicht da seid, dann beantragt bitte Briefwahl. Es ist wichtig, wählen zu gehen. Und dann muss ich noch andere wichtige Sachen machen, wie zum Beispiel bei einer Sodastream-Patrone austauschen und Altglas wegbringen und Pfand ganz viel von meiner Party. Ich gucke jetzt erstmal kurz raus, ob das Wetter wieder besser ist und hoffe, dass es nicht immer noch so nieselt. Ich bin jetzt zurück zu Hause und völlig erledigt. Ich war nämlich zwischendurch einmal ganz kurz hier, nur um meine Sachen abzustellen, mich ganz schnell umzuziehen und dann zum Yoga zu fahren. Aber dann kam ich da an und es war einfach viel zu voll und es war mir alles irgendwie nix. Also ich weiß auch nicht, ich war nicht in der Stimmung dafür. Und habe dann kurzzeitig beschlossen, dass ich wieder zurückfahre. Also so ein richtig bescheuerter, sinnloser Ausflug. Ich war dann auf dem Rückweg noch kurz einkaufen, beziehungsweise etwas länger einkaufen, weil ich an einem Laden vorbeikam, an dem ich früher öfter war und wo ich jetzt nicht mehr so oft vorbeikomme, seit ich nicht mehr in die Uni beziehungsweise ins Rap gehe. Und deswegen habe ich mir dann da Zeit gelassen. Jedenfalls bin ich jetzt wirklich völlig erledigt. Irgendwie hat mich das Ganze fertiger gemacht, als ich dachte. Oh Mann, ich kann schon gar nicht mehr reden. Aber es hängt, glaube ich, auch einfach damit zusammen, dass ich super hungrig bin. Immer wenn ich so richtig früh aufstehe, bin ich den ganzen Tag so mega hungrig. Also da kann ich doppelt so viel essen wie an normalen Tagen, wenn nicht sogar dreimal so viel. Ich glaube, deswegen werde ich, wenn es allererstes Mal was zum Abendessen mache, dann muss ich noch so ein bisschen aufräumen. Ich habe vor der Party umgeräumt in meiner Wohnung. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall habe ich halt so ein paar Sachen umgestellt, damit mehr Leute in meine Wohnung passen. Und eigentlich wollte ich das wieder umstellen, also wieder zurückstellen. Aber jetzt gefällt es mir eigentlich ganz gut. Und ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal so und guck mal, wie lange mir das noch so gut gefällt. Und stelle es dann vielleicht einfach später wieder um. Aber jetzt muss ich erstmal was essen. Abendessen war heute glücklicherweise das einfachste der Welt, weil ich noch eine komplette Portion von gestern übrig hatte. Das ist Spinat Quinotto, also quasi wie Risotto, aber aus Quinoa statt aus Reis, mit einem Portobello-Pilz. Und eigentlich sollte da Cheddar-Käse drauf, laut Rezept und Kräuter, aber ich habe stattdessen Feta genommen. Das war hier so ein Rezept von HelloFresh. Ich habe davon so eine Box zum Ausprobieren zugeschickt bekommen und es hat mir ganz gut gefallen. Ich bin gerade dabei aufzuräumen und Staub zu saugen und so und habe dabei durch Zufall irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam,
über mehrere Songs an mehrere Filme denken müssen. Und dann habe ich mehrere Filme nochmal so einzelne Szenen angeguckt. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich ewig nicht mehr Step Up gesehen habe. Und es war ganz früher, als der rauskam, mal einer meiner Lieblingsfilme. Aber ich habe ihn absolut geliebt. Ich habe diesen Film bestimmt 20 Mal gesehen oder so, als der rauskam. Und das ist schon so lange her, dass ich mich gar nicht mehr so richtig daran erinnere, was da eigentlich drin vorkommt und so. Und jetzt habe ich gerade geguckt, ob es den auf Netflix gibt. Und es gibt den und jetzt gucke ich den. Und das ist so witzig. So, als Step Up rauskam, ich weiß gar nicht, wann das war. 2006. Also jetzt 11 Jahre her. Meine Güte, die Zeit geht echt schnell rum. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr den Film damals auch gesehen habt oder ob ihr den auch so cool fandet wie ich. Ich habe den damals echt vergöttert, diesen Film. Ach ja, und das bringt so viele Erinnerungen wieder hoch, den jetzt wieder zu sehen. Seht ihr, das macht mich gerade so happy. Es ist Dienstagmorgen, ich war gerade beim Sport und auf dem Rückweg bin ich ganz kurz zum türkischen Supermarkt. Und ganz viele von euch interessieren sich immer dafür, was wir so an Lebensmitteln einkaufen. Deshalb zeige ich euch mal, was ich so mitgenommen habe. 2 Bananen, eine davon esse ich jetzt zum Frühstück. Dann eine Birne, davon schneide ich mir, glaube ich, auch ein bisschen was ins Frühstück. 2 Paprika. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwo erwähnt habe, aber ich mag eigentlich keine Paprika. Also so vor 2 Wochen hat es angefangen, dass ich Paprika nochmal probiert habe und mega lecker fand. Sowohl gelbe als auch grüne. Dann Fenchel hatten Lena und ich letzte Woche in einer Gemüsepfanne und es war auch mega lecker. Deshalb habe ich einmal davon eine Knolle. Sagt man Knolle? Eine Knolle Fenchel. 2 Karotten, eine frische Chili, aber auch nur, weil sie nur noch eine Frische hatten. Ansonsten hätte ich, glaube ich, noch ein paar mehr mitgenommen. Dann 2 Kartoffeln. Grünen Spargel hatte ich dieses Jahr noch nicht. Freue ich mich total drauf. Und eine Gurke. Achso, und Erdbeeren. Ich glaube, die schneide ich mir auch noch ins Frühstück. Fertiges Frühstück. Ein halber geriebener Apfel. Eine halbe geriebene Birne. Vermengt mit Naturjoghurt. Und dann habe ich eine Banane draufgeschnitten. Und ein paar Erdbeeren draufgeschnitten. Inzwischen fertig gemacht und Lena ist bei mir. Die sitzt da hinten auf meiner neuen Couch, die ich noch gar nicht gezeigt habe. Die zeige ich euch aber später in Ruhe, weil jetzt machen wir Steuern. Also ich glaube, es kann keiner mehr von euch hören. Wir können es auch nicht mehr hören, nicht mehr sehen, aber wir müssen es halt trotzdem machen. Also setzen wir uns als erstes da dran. Wollte ich euch noch meine neue Couch zeigen. Ich nutze mal die Gelegenheit, die 5 Minuten, in denen Lena nicht auf der Couch sitzt. Auf jeden Fall ist das die neue Couch. Die ist von Mömax. Aber leider gibt es sie nicht mehr. Ich habe irgendwie letzte Woche nachgeguckt und dann war sie nicht mehr online. Die Kissen sind von H&M, der Teppich ist von H&M, der bleibt aber nicht so. Jetzt haben wir eine Couch in unserem Office. Vor allem in unserem Office soll ich vielleicht rein. Ja, schon so ein bisschen. Ein bisschen, als wäre es deine Couch auch. So viel saß ich noch nicht drauf wie du. Das ist meine neue Couch. So, Lena ist jetzt gerade nach Hause, die muss ich noch fertig machen. Und ich habe mich auch gerade nochmal umgezogen, weil wir später noch zum Essen verabredet sind. Kitty Chai hat in Köln eine neue Filiale aufgemacht und die haben uns zum Essen eingeladen. Richtig cool. Wenn ihr schon länger zuschaut, könntet ihr wissen, dass wir große Kitty Chai-Fans sind. Das ist so ein asiatisches Restaurant hier in Köln. Und die haben jetzt, wie gesagt, eine neue Filiale und haben uns eingeladen, heute Abend da zu essen. Und es kommen noch ein paar andere YouTuber, Instagrammer, Blogger mit. Sonja kommt, Madeleine kommt vom Kanal Miss Unimpeachable 03, beziehungsweise inzwischen nicht mehr vom Kanal Madeleine, die Madeleine, glaube ich. Und dann kommt noch Jana. Janas Blog heißt mädchenhaft.com, ich verlinke euch das in der Infobox. Und ja, dann treffen wir uns zum Abendessen heute Abend. Vorher muss ich jetzt noch zur Post, muss Pakete verschicken von Verlosungen, die ich jetzt heute Mittag gepackt habe. Wir hatten 2 Verlosungen über Instagram. Einmal eine Captain & Sun Uhr, richtig cool. Und ein Paket mit ganz vielen Produkten von Rossmann. Also wenn ihr sowas nicht verpassen wollt, dann folgt uns auf Instagram. Da finden die meisten Verlosungen, die wir machen, statt. Das ist ja einfach am einfachsten und unkompliziertesten. Und damit ich rechtzeitig bei der Post bin, bevor die zumacht, mache ich mich da jetzt auf den Weg.
Wir sind auf dem Heimweg. Lena ist noch da. Alle anderen haben wir jetzt gerade schon verabschiedet. War voll schön. Voll die schöne Instagramer, Blogger, YouTuber-Runde. Und Laura. Verabschiede ich mich für heute, vloggst du morgen? Ja. Hast du mit geplant? Ja, bei mir auch. Aber ich kann dann auch auf Freitag kommen. Naja, dann sehen wir uns morgen wieder. Hallihallo, es ist Donnerstag und ich bin schon seit einer Weile wach. Ich bin todmüde, ich habe unglaublich schlecht geschlafen. Also ich habe vielleicht insgesamt so 3,5 Stunden geschlafen, schätze ich. Und dann habe ich heute Morgen sehr früh Besuch bekommen von einem Handwerker, der sich um mein Waschbecken gekümmert hat, beziehungsweise um meinen Wasserhahn eigentlich. Der Wasserhahn in der Küche bei mir war die ganze Zeit kaputt. Und das ist jetzt zum Glück wieder repariert. Eine Sache, die ich von meiner To-Do-Liste abhaken kann. Woo. Jetzt gleich fahre ich wie ungefähr jeden Tag oder jeden zweiten Tag zu Leo. Wir müssen uns... Wer hätte es gedacht, weiter um unsere Steuern kümmern? Ich glaube, ihr könnt es noch weniger hören, als wir es hören können. Und das soll schon was heißen. So ist es halt. Steckt leider sehr viel Arbeit da drin und wir können es leider nicht ändern. Aber bevor ich losfahre, muss ich noch kurz meinen Koffer packen, denn ich fahre heute Nachmittag bzw. Abend weg übers Wochenende. Ich fahre nach Nürnberg, eine Freundin besuchen. Ich habe sie dort noch nie besucht und sie wohnt jetzt schon seit einer Weile dort. Und jetzt klappt es endlich. Und ich war auch generell noch nie in Nürnberg. Und deswegen... freue ich mich sehr. Dafür muss ich aber, wie gesagt, noch packen. Ich denke, das wird ganz schnell gehen, weil ich nur übers Wochenende da bin. Und ich finde, für so Kurztrips lässt es sich immer einfacher packen als für so 2-3 Wochen. Ach, was ich übrigens noch erzählen wollte. Vielen, vielen, vielen Dank für eure ganzen Glückwünsche zu den 200.000 Abonnenten. Das habe ich völlig vergessen zu erwähnen. Wann habe ich das letzte Mal geblockt? Am Dienstag. Und ich weiß nicht, ob Leo es gestern erwähnt hat, aber vielen Dank natürlich dafür. Wir haben uns darüber auch sehr gefreut. Wir haben darauf auch direkt angestoßen an meiner Geburtstagsparty. Also ich glaube, an dem Tag ist es passiert und abends haben wir direkt darauf angestoßen. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich spielt die Zahl unserer Abonnenten keine große Rolle oder für uns. Mir ist es nicht wichtig, dass da irgendeine Zahl steht. Uns geht es vielmehr darum, irgendwie eine richtig, richtig gute Bindung zu unseren Zuschauern zu haben. Zuschauer zu haben, die sich mit uns identifizieren können und mit denen wir uns identifizieren können. Und einfach eine sehr positive und liebevolle Community zu haben. Wir sind sehr, sehr happy damit, wie unser Kanal läuft. Ich glaube, ich habe mich jetzt so ein bisschen verquatscht, aber ich hoffe, es kommt rüber, was wir sagen wollen. Natürlich freuen wir uns über jeden neuen Abonnenten und über jeden Abonnenten, der noch von ganz, ganz früher da ist. Also das soll auf gar keinen Fall irgendwie undankbar rüberkommen oder so. Im Gegenteil, ich freue mich mega über jede einzelne Person, die unsere Videos schaut. Nur wollte ich einfach ausdrücken, dass für uns die Abonnentenzahl wirklich keine große Rolle spielt. Heute mit unseren Steuern. Jetzt macht Leo sich gerade fertig, weil wir jetzt noch kurz was drehen wollen oder ich von ihr was drehe für ein Video. Und dann muss ich auch schon wieder nach Hause fahren. Die Zeit ging jetzt echt schnell rum. Inzwischen bin ich wieder zu Hause und habe auch schon so gut wie alles fertig gepackt. Ich bin ganz stolz auf mich, dass heute alles sehr stressfrei abgelaufen ist. Normalerweise bin ich vor Reisen immer ein ziemliches Nervenbündel und alles ist total hektisch und mir geht es dann auch meistens nicht so gut. Aber heute lief echt alles super glatt und super entspannt und deswegen dachte ich mir, ich kann euch jetzt noch kurz, bevor ich losfahre, meine Geburtstagsgeschenke zeigen. Einige hatten danach gefragt und ich mache das natürlich gerne, weil ich mich total über meine Geschenke freue und ich selbst auch immer finde, dass das eine ganz coole Inspiration ist, um bei anderen Leuten, um für andere Leute Geschenkideen zu sammeln. Von vielen Leuten habe ich Blumen und Wein und so geschenkt bekommen, weil meine Freunde wissen, dass ich mich darüber wahnsinnig freue. Ich liebe Blumen, ich liebe Wein, also von daher ist das für mich immer ein perfektes Geschenk. Aber ich habe auch noch ein paar andere Sachen bekommen und deswegen dachte ich mir, die zeige ich euch jetzt mal kurz. Erstmal finde ich es sehr witzig, dass auch die meisten meiner Geburtstagskarten in einem sehr ähnlichen Stil sind. Also meine Freunde kennen mich schon sehr genau und wissen, was mir gefällt. Das fand ich irgendwie sehr süß und über die habe ich mich natürlich auch sehr gefreut. Dann habe ich mehrere Gutscheine bekommen. Einmal fürs Residenzkino in Köln. Das ist so ein etwas besondereres Kino, wenn man das so sagen kann,
wo man sich so richtig in die Kinosessel reinlegen kann. Also ganz cool. Dann einmal einen Gutschein fürs Kindle. Ich liebe ja mein Kindle, das wisst ihr vielleicht mittlerweile. Und dann einmal einen Massagegutschein und zwar von Maisage, worüber ich mich natürlich auch mega freue. Ich liebe Massagen. Dann habe ich ein komplettes Set bekommen und zwar zum Sushi selber machen. Ich habe eine Freundin, mit der ich schon öfter Sushi selber gemacht habe und mit der ich auch regelmäßig Sushi essen gehe. Und bisher haben wir das immer bei ihr gemacht, weil sie fast alles dafür da hatte. Und jetzt hat sie mir auch quasi die Zutaten dafür geschenkt. Dann habe ich diese wunderschöne Tasse geschenkt bekommen. Die ist von Bloomingville. Und drin ist auch noch ein kleiner Aufdruck drin, wenn man das so sagen kann. Finde ich auch super hübsch. Das sieht jetzt vielleicht nicht so super ansprechend aus, aber es ist mega lecker. Das sind Medjool-Datteln. Eine Freundin von mir wohnt in der Nähe von einem Laden, wo es mega gute Medjool-Datteln gibt. Sie hat mir ganz, ganz viele davon geschenkt. Es waren noch viel mehr. Ich habe schon mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar noch mehr davon aufgegessen, weil die mega lecker sind. Von Leo habe ich diesen Sommerschal hier bekommen. Ich habe mich schon öfter mit ihr darüber unterhalten, dass ich einen Sommerschal suche. Ich glaube, der ist von Mango und er müsste auch noch aktuell sein. Werde ich euch auf jeden Fall in der Infobox verlinken, wenn ich einen Link finde. Von meinen Rap-Mädels habe ich dieses Kissen hier bekommen mit Aufdruck. Ich denke, das ist selbsterklärend. Und wer mein letztes Geburtstagsvideo gesehen hat, wird vielleicht wissen, dass ich davon auch quasi so ein Print im Zimmer hängen hatte. Und sie haben das in Gold auf ein Kissen drucken lassen. Mega cool. Und dann noch so ein kleines Highlight am Schluss. Ein Freund von mir hat mir ein Bild mehr oder weniger selber gemalt. Ich denke, ihr könnt euch das selber durchlesen, falls ihr wollt. Finde ich auch richtig cool und eine mega gute Idee. Also falls ihr talentiert seid, finde ich, ist das ein mega guter Tipp. Und ich freue mich schon sehr darauf, das in meinem Zimmer aufzuhängen. Und alle anderen Sachen, die ich geschenkt bekommen habe, fallen mir entweder gerade nicht ein oder kann ich euch nicht vor der Kamera zeigen oder so. Und für alle Freunde von mir, die gerade zuschauen und die mir irgendwas davon geschenkt haben, ich habe mich mega gefreut. Und vielen, vielen, vielen Dank nochmal dafür. Jetzt ist Zeit zu gehen. Ich muss jetzt los zum Bahnhof. Und ich freue mich schon sehr auf die Fahrt und hoffe, es wird ruhig und entspannt. Und ich kann schon mal anfangen zu schneiden. Es ist Samstagmorgen. Ich bin verabredet zum Frühstücken. Und zwar einmal mit Jana und mit Sonja. Und wir gehen zu Kaffee Hinz und Kunz. Da war ich noch nie. Und ich wollte ja mal so ein paar neue Cafés in Köln oder vor allen Dingen ein paar neue Frühstücksadressen in Köln ausprobieren. Sieht aus, als hätten die sehr, sehr gute Pancakes. Deshalb gehen wir da heute mal hin. Da gehen wir jetzt noch schnell die Nägel zu Ende. Ich habe mir auch noch einen Nagellack rausgesucht, der 2 Schichten braucht. Toll. Entscheidung. Heißt übrigens Cocktail Bling. Cocktail Bling von Icy. Heute mal was anderes als Rot-Orange, weil ich habe in den letzten 2 Monaten wahrscheinlich nichts anderes auf meinen Nägeln getragen. Richtig schöner Blau-Grau-Ton und der ist richtig einfach, wenn man nicht so gerne andere Farben als Rot auf den Nägeln trägt, aber trotzdem Farbe tragen will, weil der super dezent ist und so einen ganz hohen Grauanteil hat. Das war's. Jetzt mache ich mich auf den Weg zum Frühstück. Pancakes. Ich hatte die Good Morning Pancakes, die waren sehr, sehr empfehlenswert. Und dann haben wir noch Eggs Benedict geteilt, das ist auch richtig geil. Und jetzt sind wir ziemlich voll gefressen. Gerade ist die Sonne weggegangen, wir saßen die ganze Zeit mega schön in der Sonne. Jetzt ist es ein bisschen schattig geworden, aber trotzdem noch sehr angenehm. Seit langem mal wieder ein schöner Tag in Köln. Okay, was sagen wir? Keine Ahnung. Wir sind geboren YouTuber. Ja. Das Frühstück war sehr gut.
Große Empfehlung. Leo, wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Wir sitzen die ganze Zeit. Ja, schönes Wetter. Schreibt mal bitte was Liebes in die Kommentare für uns, Leo. Und für uns. Und für die Lena, die leider heute nicht mit uns ist. Stimmt, weil sie in Nürnberg ist. Wo ist Lena? Oder? In Nürnberg, oder? Oder? Ja, in Nürnberg. Liebe Grüße, Lena. Frühstück war echt ultra lecker, also Kaffee Hinz und Kunst kommt auf meine Empfehlungsliste, was Frühstück in Köln angeht. Und jetzt bin ich bei Porta Möbel, könnt ihr glaube ich nicht sehen. Ich wollte hier schon Ewigkeiten mal herkommen, aber das ist mit der Bahn nicht so einfach. Und jetzt hatte ich heute die Möglichkeit, hier mit dem Auto herzukommen. Und das habe ich natürlich ausgenutzt und schaue mich jetzt übrigens mal um. Ich habe schon so viele schöne Sachen von Porta Möbel gesehen, bei anderen YouTubern, Instagrammern, auf Snapchat und so weiter und so fort. Ich wollte seitdem unbedingt mal hierher kommen. Und jetzt heute hat es endlich geklappt. Die finde ich mega schön. Aber ich brauche keine Stehlampe. Ich wüsste nicht, wo ich sie hin tun soll. Aber wie schön ist die bitte. Und die ganzen da unten finde ich auch noch richtig schön. Und die hier, die da, kostet nur 15 Euro. Aber auch so eine Lampe brauche ich nicht. Und auf diese Gläser hier habe ich es auch abgesehen. Ich habe ja schon so ähnliche. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, aus Amsterdam. Die hatten oben noch einen goldenen Rand, aber der hat sich auch ziemlich schnell verabschiedet. Und ansonsten sind die denen hier ziemlich ähnlich. Und ich weiß, dass meine Mama auf der Suche nach solchen ist. Ich weiß nicht, ob es genau die sind. Jetzt überlege ich, ob ich ihr ein kleines mitnehme, ob ich mir ein großes mitnehme. Die sind schon sehr hübsch, aber andererseits habe ich auch viele Gläser. Kosten die nur 1,95 Euro? Moment. Kosten 1,95 Euro zurzeit. Also wenn ihr die Gläser aus Amsterdam, die Lena und ich haben, schön findet, bei Porta Möbel gibt es ganz ähnliche. Ich werde noch mal ganz kurz zu Hause mir was anderes anziehen und meine Sachen ablegen. Und jetzt geht's in die Sonne. So schönes Wetter in Köln. In der Kölner Südstadt ist heute Südstadt-Safari, so heißt das. So ein Straßenfest sozusagen. Ganz viele Kneipen haben da offen und irgendwie so Stände und Ausstellungen und so weiter. Da bin ich jetzt erst verabredet und dann gehe ich wahrscheinlich in den Park. But it's all in my mind, though I know that there is nothing to find. You're a beautiful sight in the summer night, and you can't put up a fight in the misty light. Can't put up a fight in the misty light.